Der Natur- und Artenschutz wird bei uns in Bayern bei Windparkgenehmigungen oft systematisch ausgehöhlt und verletzt. Bei uns in der Rhön wurden in einem Hotspot der Artenvielfalt 27 Windräder genehmigt. Diese Windräder werden viele geschützte und zu schützende Vögel gefährden und töten. Das ist ein Riesenskandal. Die Menschen sind empört, wie das Recht verletzt und verdreht wird. Rotmilane, Wiesenwein, Wespenbussarde, Schwarzstorch, Fledermausarten, die ganze Palette gefährdeter Arten sind bei uns evident vorhanden. Es ist unglaublich, wie seit Jahren die zuständigen Behörden von der Genehmigungsbehörde in unserem Landkreis bis hin zur obersten bayerischen Umweltbehörde, dem Bayerischen Landesamt für Umwelt, alles dafür tun, dass Windräder in einer wertvollen Naturregion gebaut werden können. Wir wollen direkt über die Missstände in Bayern informieren, die bei uns in unserem Landkreis herrschen. Der Artenschutz wird bei Windkraftentscheidungen oft einfach weggebügelt. Da wird versucht, die Vögel umzulenken, was bewiesenermaßen nicht funktioniert. Da werden Windräder gebaut und dann wird gemessen, ob und wie viele Fledermäuse und Vögel zu Tode kommen. Und es kommt noch besser bzw. schlimmer. Bei uns in der Rhön ist der Rotmilan sehr beheimatet. Er ist so gut beheimatet, dass er auch bei uns und speziell bei uns mit einem aufwendigen 1 Million Euro teuren Artenhilfeprojekt besonders gefördert wird, damit er sich vermehrt. Deutschland hat nämlich eine besondere Verantwortung für den Rotmilanbestand. Und bei den 27 Windrädern in der Rhön, 4 stehen schon, 23 sind genehmigt und in starker Planung, werden die Rotmilane besonders gefährdet. Und gleichzeitig werden sie durch das Rotmilan-Projekt gefördert. Also, gleichzeitig Rotmilan fördern und durch Windräder schreddern. Das ist absoluter Blödsinn und darf nicht sein.